Ja. Herr Roman Posek, unser neuer hessischer Innenminister, herzlich willkommen hier in Nordhessen. Vielen Dank. Für Südhessen ja immer eine etwas weitere Reise hier nach Nordhessen. Dass Sie hier bei uns in Nordhessen eine Flasche Wein gekriegt haben, statt die gesetzlich geschützte rote Wurst inzwischen, berührt mich natürlich als Nordhessen etwas peinlich. Feuerwehren. Auch Ihr Vorgänger Peter Beuth war sehr feuerwehraffin. Hat sehr viel für die Feuerwehren getan. Retten, löschen, bergen, schützen, musizieren, aber die Feuerwehren machen ja noch mehr. Saubere Landschaft. Sind in den Dörfern ja oft Träger der ländlichen Kultur, weil es in vielen Dörfern der einzige Verein ist, der noch funktioniert. Nichtsdestotrotz leiden die Feuerwehren unter Geldmangel und unter Bürokratie. Wir investieren viel in die Feuerwehren. Wir zahlen als Land 47 Millionen Euro in diesem Jahr für die Feuerwehren. Damit unterstützen wir den Bau von Feuerwehrgerätehäusern, die Anschaffung von Fahrzeugen. Natürlich ist es nur ein Beitrag. Den wesentlichen Betrag stemmen die Kommunen. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Aber diese Summe, die wir in Hessen zur Verfügung stellen als Land, ist die Rekordsumme. So viel Geld hat es noch nie gegeben. Und wir haben uns fest vorgenommen, dass wir diesen Betrag hochhalten. Und dass wir ihn nach Möglichkeit auch noch weiter ausbauen wollen, weil uns die Feuerwehren sehr wichtig sind. Wir brauchen Feuerwehren vor Ort und deshalb müssen wir dafür auch das erforderliche Geld in die Hand nehmen. Nicht nur den Feuerwehren, auch vielen anderen Organisationen. Ich selbst bin ehrenamtlich für die Polizei tätig als Sicherheitsberater, also quasi direkt bei Ihnen auch irgendwo angesiedelt. Gehen die Ehrenamtlichen aus. Gerade in den kleinen Dörfern, wo sich dann vielleicht noch der Gesangsverein, der Fußballverein, die Feuerwehr und noch wer um die paar Jugendlichen streiten, ist das heute ein Problem. Unser System ist ja viel auf Ehrenamtlichkeit, gerade bei den freiwilligen Feuerwehren, aufgebaut. Das Ehrenamt ist unverzichtbar. Das gilt für die Feuerwehren. Wir haben fast 80.000 Menschen in Hessen, die sich ehrenamtlich bei der Feuerwehr engagieren. Das ist enorm. Und ich bin heute auch hier in Bad Wildungen, um dafür einfach Danke zu sagen. Wir müssen das Ehrenamt wertschätzen in allen Bereichen. Unsere Gesellschaft ist darauf angewiesen. Wenn es die vielen Ehrenamtlichen nicht gäbe, wären wir nicht funktionsfähig in unserem Land. Und vor allen Dingen wäre unser Leben wesentlich ärmer. Und das Ehrenamt ist vielfältig. Und deshalb versuchen wir in allen Bereichen Ehrenamt zu unterstützen. Natürlich nehmen wir einen demografischen Wandel wahr. Das haben wir in unserer Gesellschaft. Deshalb ist es auch inzwischen schwieriger, junge Menschen für die verschiedenen Aufgaben zu finden. Aber wir müssen werben und das tut die Feuerwehr. Auch die Feuerwehrmusik hat an dieser Stelle eine wichtige Rolle, weil sie ist aushängeschild und Sympathieträger für unsere Feuerwehr, macht aufmerksam und kann damit auch Nachwuchskräfte für die Feuerwehr gewinnen. Sie haben das angesprochen, demografischer Wandel, auch zurückgehende Bereitschaft zum Engagement. Jetzt haben wir in Hessen diese 10-Minuten- Regel zum Einsatzort. Macht Ihnen das Sorgen für die Zukunft? Also im Moment haben wir bei der Feuerwehr noch eine sehr erfreuliche Nachwuchssituation. Das liegt auch daran, dass die Feuerwehren so engagiert sind in der Nachwuchsarbeit. Wir haben Kinderfeuerwehren, wir haben Jugendfeuerwehr und das trägt natürlich insgesamt Früchte. Wir wollen natürlich einen hohen Sicherheitsstandard im Interesse der Bevölkerung beibehalten. Deshalb gibt es diese 10-Minuten-Regel. Aber wir müssen natürlich auch Regeln immer wieder überprüfen. Ich bin jedenfalls sehr dafür, dass wir auch rund um die Feuerwehren Bürokratie abbauen. Das stellt jetzt nicht die 10-Minuten-Regel in Frage, aber ich glaube, an der Stelle gibt es viele Möglichkeiten auch zur Entlastung. Die Bürokratie erstickt unser Land und da ja, will ich ansetzen. Sind die Feuerwehrhäuser, die dann oftmals von der Bauaufsicht die ja auch nur ihren Job macht, dann aber mit einem Wust von Vorschriften belegt werden, dass das oft die Gemeinden gar nicht mehr stemmen können. Ne? In der Tat, das Thema ist auch schon an mich herangetragen worden. Ich bin auch bereit, mir das anzuschauen. Ich kann das aber als Innenminister nicht mit einem Federstrich ändern, sondern das sind Standards, die von verschiedenen Ebenen gesetzt werden, häufig auch durch den Bund, zum Teil sogar durch Europa. Aber wir sollten uns das alles anschauen und dort, wo es vertretbar ist, Standards auch abschließen.
abzusenken. Wir müssen natürlich auch sehen, dass es nicht zu große Nachteile hat. Da bin ich jedenfalls auch bereit, aktiv zu werden. Sie haben in Ihrer Begrüßungsrede Ihren Wahlkreis angesprochen, Hadamar, der ja nun die letzten 14 Tage oder 10 Tage durch die Presse ging. Das war schon ein hohes Engagement der Freiwilligen Feuerwehren, der Berufsfeuerwehren zum Teil. Bei den Berufsfeuerwehren relativ einfach. Es ist ja der Beruf. Bei den Freiwilligen Feuerwehren steht ja immer ein Arbeitgeber dahinter, der irgendwann mal sagt, jetzt musst du dich entscheiden. Wo arbeitest du eigentlich? Bei der Freiwilligen Feuerwehr oder bei mir? In der Tat, ich komme aus Limburg, Hadamar Niederzeuzheim ist 10 Kilometer von meinem Wohnhaus entfernt. Ich war am Dienstag dort gewesen und ich war ganz beeindruckt von dem großartigen Engagement der Ehrenamtler. Es waren ungefähr 200 Feuerwehrleute im Einsatz, die allermeisten davon ehrenamtlich. Das ist ja ein Dauereinsatz quasi. Eine Einsatzeinheit zurückgezogen, die nächste wieder hin. Ne? So ist es. Also die waren Tag und Nacht im Einsatz. Ich habe viele Einsatzkräfte getroffen, die die ganze Nacht nicht geschlafen hatten, die in der Tat berufstätig waren, für die dieser Einsatz ja von der einen auf die andere Minute gekommen ist. Und ich glaube, das kann man nicht hoch genug einschätzen, was dort geleistet wird. Das ist einfach mal ein Beispiel für die Leistungsfähigkeit, aber auch für das Engagement unserer Feuerwehren. Und dafür möchte ich ganz herzlich einfach Danke sagen. Es ist toll, dass wir uns so auf diese Menschen verlassen können. Zusammenfassend kann man sagen, wie bei Peter Beuth gilt auch für Roman Posek, unsere Feuerwehren, da stehen wir dahinter. Auf alle Fälle, wir geben Wertschätzung, wir geben Rückendeckung. Die Feuerwehren sind ein Riesenglück. Sie sind praktisch unsere Lebensversicherung und deshalb stehen wir in der Politik hinter den Feuerwehren. Vielen Dank. Sehr gerne.